So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe heute mal wieder meinen guten Kollegen, den Dinadon aka Alter aka Kenji, Budo, whatever. Ja, habe ich heute mal wieder hier dabei. Der kommentiert heute wieder mit und schaut zu. Hallo. Ja. Wir haben das letzte Mal hier in Advance Wars bei der schwersten Mission aufgehört. Also die schwerste Mission haben wir gerade so hinter uns gebracht, nachdem ich da einmal ein bisschen gefailt habe und das Ganze noch ein zweites Mal anpacken musste. Aber egal, dafür ist es ja auch die schwerste Mission. Die haben wir jetzt dafür hinter uns und jetzt kommen wir zu den, sagen wir mal, langwierigsten Missionen. Wir machen hier einfach mal weiter. Dialoge können wir skippen, die kennen wir ja eh schon. So. Wir haben hier ähnliche Situationen wie beim letzten Mal, nur dass wir diesmal auch ein paar Einheiten außerhalb von der Pipeline hier haben, die wir kaputt machen müssen, bevor wir uns um die da drin kümmern müssen. Die Armeezusammenstellung ist ähnlich wie beim letzten Mal, nur dass wir wieder mal ein bisschen mehr haben. Gerade die rote Armee ist diesmal etwas brauchbarer, weil wir hier vor allem mal einen Raketenwerfer, eine Missileinheit, eine Flak-Einheit und eine Artillerie dabei haben. Ist trotzdem noch unsere schwächste Armee. Ich würde mit der grünen Armee anfangen, das sind unsere Bodentruppen und ja, wen nehmen wir denn hier mit? Also man sieht übrigens hier, ich habe jetzt die ganzen restlichen Kurs schon noch freigekauft mit den ganzen Credits, die wir die letzten Male verdient haben. Da fehlt jetzt nur noch hier einer, das ist unser guter Mr. Von Bolt. Ja, Bodenstreitkräfte. Wir haben, da wir eine Pre-Deployed haben, bietet sich eigentlich idealerweise Kanbei an. Deswegen würde ich die grüne Armee an Kanbei und Sonja geben. Einfach weil die das am besten können. Moment. Dann, also den Skill brauchen wir hier definitiv nicht. Die Frage ist, was brauchen wir denn? Base Repair ist ja auch unbrauchbar, Sichtweite braucht man nicht, Capture braucht man auch nicht, weil die haben keine Infanterieeinheiten. Das ist eine gute Frage, wir nehmen einfach mal die Cannon Guard, einfach damit der von den ganzen Kanonen, die da drin sind, so gut wie keinen Schaden mehr kriegt. Den ganzen Rest können wir so drin lassen. Bei Sonja, gut. Die hat jetzt noch nicht so viele Fähigkeiten zur Auswahl, da tun wir uns noch ein bisschen schwieriger, aber wir brauchen den hier auch nicht. Da wir einen Haufen Straßen auf der Karte haben, gehen wir mal auf Road Damage. Und gut, den Ranger, den können wir auch noch rausmachen, weil den brauchen wir hier auch nicht. Geben wir hier noch ein bisschen Slam Guard. Sind immer so kleine nette Verstärkungen, die immer wieder ganz nützlich sind. Für die blaue Armee, das sind unsere Luftstreitkräfte und Fernwaffen. Gut, bietet sich eigentlich hier idealerweise Eagle an. Ich würde hier, damit er allerdings was Gutes zum Taggen hat, ihm einfach mal Andy an die Seite stellen. Bei Eagle müssen wir noch ein paar Skills rausmachen, weil den hier kann er auch nicht brauchen. Da Eagle schon auf Rang 6 ist, können wir ihm den hier geben. Das passt hier ganz gut. Dann hat Andy noch ein paar gute Tricks. Auch wenn Andy noch Rang 0 ist und deswegen noch keine Skills hat. Aber brauchen wir hier auch nicht wirklich so dringend. In der roten Armee ist es fast egal, was wir mitnehmen. Da unsere Hauptstreitmacht aus Fernwaffen besteht, würde ich hier echt mit Grid rankommen und... Ja, Moment, Grid. Nur mal ganz kurz schauen, mit wem taggt denn der Max und Olaf. Da er mit Max die bessere Tag hat, würde ich ihm einfach mal Max an die Seite stellen. Da ist der Max. So, jetzt müssen wir die beiden nur noch vertauschen, weil ich will hier mit Grid anfangen. Max hat zumindest einen Skill, können wir ihm den hier mal mitgeben. So, ich denke mal, das war genug der Vorbereitung. Wir probieren das jetzt einfach mal so, ne? Jo.
Let's do this, Leroy Jenkins. So. Und das mag ich so an Grit. Seine ultra krasse Fernwaffenreichweite. So. Das Ziel ist, die Pipeline zu zerstören und die gegnerische Armee auszuschalten. Mein Ziel ist es, wahlweise alle gegnerischen Einheiten zu zerstören. Oder ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, ich kann hier auch alle Minikannen zerstören. Ich müsste hier eigentlich direkt mal nachschauen. Ja, einfach alle gegnerischen Einheiten zerstören, das reicht. Achso, und die Pipeline musst du zerstören, um durchzukommen. Die Pipeline müsste ich zerstören, um durchzukommen. Allerdings wird mein Gegner versuchen, die Pipeline zu zerstören. Ich werde die erstmal heile lassen, damit die ganze Armee hier erstmal ein bisschen aufgestaut wird und ich die mit Fernwaffen hier ein bisschen bearbeiten kann. Naja, so. Der kommt bis hier hin. Dann können wir den hier da reinschmeißen. Dann können wir hier die Nukes erreichen. So. Dann lassen wir es mit denen beiden erstmal sein und kommen mit Eagle hier an. Der hat keine Missile Launcher hier in der Nähe, dann können wir hier gleich direkt nach vorne. Der kommt da definitiv nicht hin, das ist gut. So. Und hier lassen wir unseren guten alten Lieblings-Samurai ran. Kanbei. Yep. Kanbei. Kanbeis imperiale Armee. So. Na dann schauen wir mal, was der Gegner hier macht. Oh, von der Größe her ist Kanbeis Armee aber nicht größer als die anderen, von die du kontrollierst. Ach. Kanbeis Armee ist einfach nur toll. Der hat 20% mehr Offensive und 20% mehr Defensive. Dafür kosten seine Einheiten 20% mehr. So. Der Megatank hier muss weg. Er sieht ja nicht gerade gut aus, der gegnerische General. Das ist ein Klon. Der geklonte Olaf. So. Der geklonte Olaf? Ja. So, der Megatank ist so gut wie unbrauchbar. So, wo schießen wir denn die Missile rein, hm? Hier wäre gerade ein tolles Ziel, oder Moment, ich glaube, ja, hier trifft es am besten. Sehr schön, den Tank noch ein bisschen runtergehauen. Du hast da noch... Wie viele Missiles hast du noch? Zwei? Hm? Das hier... Die zwei habe ich noch da. Die kann ich dann noch in die gegnerische Armee reinpfeffern. Der trifft halt nur Flugeinheiten, diese Missile-Einheit. So.
So viel zu seinem Tank. Und jetzt noch seine Infanterie. Kriegt sie alle ausgeschaltet. Yep. Da stand eine 108% dran, da ist es ein garantierter K.O. Ach so, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Ups. Warten sollst du hier, nicht zurückziehen. Das ist das Tolle an Flak-Einheiten. Die haben zwei großartige Nutzen. Zum einen sind sie super, um irgendwelche gegnerischen Flieger vom Himmel zu schießen. Und zum anderen sind sie extrem effektiv gegen Infanterie. Vor allem, wenn Kanbei der General ist. Ja, das reicht auch, wenn Kanbei nicht am der Steuer Co, ist. Meine ich. Ja, das reicht auch, wenn Kanbei nicht am Steuer ist. Der haut auch so rein. Also, ich glaube, eine Flak-Einheit hat einen Standardschaden von 105% gegen Infanterie. Ach, zum Glück nur die Missile. Die brauche ich eh nicht wirklich. Das Einzige, was mir jetzt wirklich Angst macht, ist die Nuke, die der da hat. Oh, der hat seinen Kurs geswappt. Was bringt ihm das jetzt für Vorteile? Jetzt ist halt der mit andere. Dem neuen Co? Der andere Kommandant ist am Steuer, in diesem Fall Candy. Ja, klar. Und Candy ist Spezialist für urbanisiertes Terrain. Das heißt, sie macht 40% mehr Schaden, wenn sie von irgendeinem Terrain aus angreift, was, sagen wir mal, besiedelt ist. Also Städte, Hauptquartiere, Basen, Flughäfen, Missile-Silos, alles, was irgendwie kein normales Terrain ist, da macht sie mehr Schaden von. Dann gleich 40%, okay. Ja. Weil das Terrain dementsprechend selten ist dafür. So. Kriegen wir den noch kaputt? Ne, das ist ein zu großes Risiko. Der muss sicher K.O. gehen. So. Gut, das kriegen wir mit ziemlicher Sicherheit hin, mit ein bisschen Glück. Ah, nee, er hat überlebt, schade. Aber gut, macht nix. Kannst du in dieser Mission überhaupt Einheiten bauen oder musst Nö. Du die mit deinen Einheiten schaffen, die du Ich muss es mit dem schaffen, was ich habe. Ich habe keine Basen hier.
immer schön Supplies geben, sonst geht den Einheiten irgendwann Munition und Benzin aus. Das einzig Schlimme an denen finde ich, dass die nächste Runde einen Attack haben. Und ich muss jetzt irgendwie schaffen, an diesen Nuke ranzukommen. Die Frage ist, schaffe ich das überhaupt? Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, ich schaffe das nicht mal. Das ist blöd. Ich könnte die Nuke zumindest abblocken, dass sie nicht weit drankommt. Wenn das funktioniert zumindest. Inwiefern? Was hast du vor? Den Eingang hier blockieren, aber die kriegt die anderen Pipelines sowieso auf. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Die Nuke erwischt mich. Daher würde ich jetzt mal schauen, dass ich Kanbais Armee ein bisschen am Leben halte. Ihn ein bisschen zurückziehe. Damit er am Schluss noch aufräumen kann, was da ist. Die Frage ist nur, wo er mir die Nuke reinschmeißt, weil das Ding hier, das wird gleich ganz schön Schaden machen. Aber ich ziehe jetzt mal kurz seine Armee ein bisschen zurück. Ich kann sie ja auch rauskommen lassen. Da habe ich kein Problem mit. Ist es bei der Nuke nicht gefährlich, deine Einheiten so zu formieren, zu Bugs? Also ich hoffe jetzt einmal mal, dass er sie schon vorher raushaut. Er kann mir jetzt zwar damit einen Haufen Schaden schießen, wenn er es geschickt anstellt, aber ich hoffe jetzt einmal mal, dass er das nicht macht. Wobei, es ist ein NPC, der macht es sowieso. Ja. Gut, dann sind halt die anderen Einheiten wenigstens noch unbeschädigt, aber frag mich nur, wie lange noch. Das waren deine Hubschrauber. Solange ich noch einen Bomber habe. So, jetzt kommt die zweite Gemeinheit. Gut, ich habe noch einen mehr oder weniger heilen Neotank. Das könnte sich noch ein bisschen ausgehen mit Kanbai da unten.